Moin Leute, willkommen hier zurück. Ja, tatsächlich nicht in der Metro, sondern wir gehen jetzt nämlich an der Oberfläche. Und an der Oberfläche werden uns wahrscheinlich sehr viele tolle Sachen begegnen, die uns wahrscheinlich halt auch töten wollen. Hoffen, dass es nicht so ist, aber... Ja. Ja, so viel Glück haben wir wahrscheinlich nicht. Okay, ist irgendwie eine Falle oder so. Ich habe jetzt keinen Bock, direkt schon durch irgendein Kackding zu sterben. Das wäre nicht so lustig. Zumindest nicht für mich. Ihr würdet es vielleicht schon lustig finden. Oh ja. Ist da irgendwas? Null. Ich. Okay, er läuft einfach hoch. Cool. Okay, hier ist nichts mehr. Na gut. Welche Waffe wäre denn am besten auf der Oberfläche? Ich glaube, eine Shotgun ganz gut mit dem Schaden, die macht. Muss er sich aufpassen, weil es ja diese Kackdinger jetzt hier rumfliegen überall. Oh! Ja, fangen wir doch direkt an zu lesen, oder nicht? Ah, ich sehe da hinten schon einen gewissen Herr Kollegen. So, Eintrag 1. Die Ranger nennen ihre Basis Sparta und sich selbst entweder im Scherz oder im Ernst Spartaner. Das passt zu ihnen. Eher wollen sie sterben als aufgeben. Es sind auch nur wenige, genau wie ihre historischen Gegenstücke. Jeder von ihnen ist ein erfahrener Kämpfer, der 10 normale Soldaten wert ist. Aber sie sind einfach nicht genug, um einen ganzen Krieg zu führen oder die Legion der Schwarzen abzuwehren. Deshalb ist Millers Plan unsere einzige Chance. Eine noch funktionsfähige Raketenbasis finden, Raketen abfeuern und das Nest der Schwarzen in Schutt und Asche legen. Wenn wir das durchziehen, werden wir unsere Verluste minimal sein, während meine Heimstation und die gesamte Metro mit ihr gerettet werden. Es scheint ein perfekter Plan zu sein, aber es gibt auch etwas, das mir Sorgen macht. Der Plan scheint einen Schwachpunkt zu haben. Irgendwas stimmt nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir einen Fehler machen. Yes. Das kann natürlich gut sein, Kollege. Wollen wir ein bisschen sneaky? Ah ja. Okay, dann gehst du aber weg. Das ist auch cool für mich. Da unten ist hier einer. Ich gehe jetzt mal nicht runter. Oh, okay. Ich wäre da fast aus der Seele runtergegangen. Ups. Der erste Schuss war ein bisschen zu weit oben. Tut mir leid. Oh ja. Oh, Aua. Frechheit, mich einmal anzudutschen. Ach! Ach! Ja, genau, der muss ja richtig krasser Scheiß drin sein, wenn die da... Na gut, es geht. So eine krasse Falle für sowas Kleines, naja. Man fällt gerade auf, ne? Man sieht ja so, wo man hin muss, ich Depp. Oh Mann, ey, warum hab ich das vorhin nicht gemacht? Das fällt mir jetzt erst wieder auf, tut mir leid. Ach, scheiße. Viele Leute haben sich wahrscheinlich deswegen schon im Kopf gefasst und gedacht, oh Mann, Junge. Naja, ich hab's ja rausgeschnitten alles in den letzten Folgen, wo ich mich verirrt habe. Alles cool. Aber das Gefühl, ich muss atmen, deswegen noch einmal, ne? Und so. Hier ist eine AK, okay. Aber ich habe schon eine AK, danke. Oh Mann. Geh bloß weg, du Sau. Du auch. Und ihr auch. Oh nein, Hilfe. Ich werde genudelt. Fällt mir gar nicht! Ist uncool! Oh, ich hab keine Muni. Lol. Alter. Dieses komische Kackvieh da oben, ey. Kannst du mir mal in Ruhe lassen? Muss ich hier lang? Scheint so. Boah! Alter! Junge! Junge!
Oh, hier speichert's, cool. Ich habe keine Heilung mehr gleich, Alter. Die einmal damagen und ich bin schon direkt Half-Life wieder, ey, gefühlt. Kannst du mal weggehen? Ich glaube, solange wir unterm Dach hier bleiben, sind wir relativ safe. Okay, das Dach ist aber ganz schön hoch, deswegen habe ich da irgendwie keine große... Ja. Keinen großen Belief dran. Ja, genau, da kommt er aus der Tür raus! Was bist du denn für ein kleiner Hacker? Oh, hier ist ein Schlüsselloch. Jo. Leck mich am Arsch, ey. Hab's mir erschrocken. Schon wieder. Oh nein, ich habe keine Ahnung mehr. Junge! Wie oft willst du mich denn noch hauen? Was ist denn los? Warum bin ich denn so weich wie Pudding? Warum bin ich denn so schnell tot? Muss mir mal jemand sagen, ey, oder... Aber echt gerade eine Aufmerksamkeitsspanne von so einem Handtuch oder so, ey. Check erst später, wenn ich in Gefahr bin, ey, stehe ich die ganze Zeit rum und lass mich abhauen. Abklatschen lasse ich mich, genau. So, gibt's irgendwas? Nee, ne? Eifer des Gefechts gerade nicht wirklich drauf geachtet, bin ich ehrlich. Aber wie scheint, gibt's da gar nichts. Was ist denn die beste Position, die man haben kann hier? Nee, von jeder Seite was kommen, ne? Na kommt schon. Uh-oh. Ah. Unterstützung. Ich glaube, der braucht mal ein Ding, sonst verrecke ich hier gleich. Ich kriege keine Luft und so. Also ich fand meine Ecke da schon echt geil, muss ich sagen, weil da kamen echt nur von vorne und haben mich nicht von hinten angeditscht. Aber okay. Jetzt sind wir ja mehr, ist cool. War es jetzt schon? Nein, war es noch nicht. Wie viel wollen denn noch kommen?
Das ist ganz schön viele hier gerade, ne? Frag mich, wo die alle herkommen, ey. Also einzeln sind die nicht so schlimm, aber so mit mehreren ist das echt extremst anstrengend. Ja, Shotgun ist ganz gut. Hält aber viel aus, ey. Keine Shotgun-Munition gleich mehr. Grüß dir. Das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ah, okay. Weißt du noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptlesehalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir. Angeblich muss ich da hin. Die Folgen ja, da, gehen ja nach da. Gehen wir, Leute. Ah ja, lecker. Ah, Heilung. Oh, wichtig. Der Schein trügt aber manchmal. Pass mal auf. Guck noch mal bitte. Okay, wir sollten ganz schnell rein hier. Ich brauche eben die Zeit, um ein bisschen zu lesen. Es tut mir leid. Ich habe alle Bücher, die wir in der Station hatten, immer wieder gelesen, bis sie auseinanderfielen. Ich bin immer zu den Händlern geheilt, die von den weiteren entfernten Stationen zurückkamen, um der Erste zu sein, der um ein paar alte Bücher feilschte, die sie mitgebracht hatten. Selbst wenn sie sonst niemand haben wollte. Ich habe alles gelesen. Wenn man 60 Meter tief im Untergrund lebt, sind Bücher die einzigen Fenster in die Welt. Ich habe Bücher angebetet, man kann sich also meine Gefühle vorstellen, die ich beim Anblick der großen Bibliothek hatte. Der Schrein zu allen wichtigen Büchern, die jemals in der Geschichte der Menschheit geschrieben wurden. Ich darf aber nicht den Grund vergessen, aus dem ich hergekommen bin. Hierher gekommen bin. Wenn ich mich ablenken lasse und anfange, in den alten, halb zerfallenen Büchern zu lesen, wird die Bibliothek mich vollständig und für immer verschlingen. Ja, das, ja. Wo sieht denn hier überhaupt lang? Nee. Aber hier gibt's auch ein Safe? Ich frag mich tatsächlich. Ah, die Teile, ey. Ugh. Ich habe keine Ahnung, was. Okay. Ich kann hier nicht rüber, ich muss hier lang einfach. Ah ja. Aua. Ah, Mann, ey, diese komischen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Na, die unten haben ein bisschen Stress. Da sollten wir uns mal ein bisschen beeilen, ne? Thank you.
Wow! Das Kackvieh, ey. Ich weiß nicht, wie lange das Teil sich jetzt hier einzieht. Wo soll ich hin? Warte mal. Ja. Wieso kann ich hier nicht raus? Das ist ja dumm. Oder muss man mir die Tür aufmachen, weil Tim keine Türen aufmachen kann? Hey! Mach die Tür auf! Nicht weggehen! Wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch! Haha, nur ein Scherz! Achso, da war's vor! Interessant. Okay, jetzt das Ding wieder. Etwas länger. Alles klar. Und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Artyom. Ja, ich hab mir überhaupt nicht Zeit gelassen und was gelesen davor, aber hey. Er ist ein Lederdart, er muss das, tut mir leid. Ich konnte ihm das nicht verwehren. Cool, danke. Hab echt keine Munition mehr wirklich, ne? Außer wenn ich Waffe hier. Weil die bringt mir gar nichts hier. Tisch ab, Junge. Mit Gasmaske würden wir das eh nicht riechen. Atmen, Artyom, atmen. So, gibt's hier noch irgendwas? Durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Ups. Falscher Knopf! Oh nein. Ach so. Ich kann das echt aufmachen. Cool. Hi, Jukun. Das gefällt mir gar nicht, ey. Alter, Junge. Wie lange du hier wohl schon liegst? Obwohl, naja, du bist noch kein Skelett, ne? Also wahrscheinlich eher frisch. Ja, das denken die Fliegen auch, Mann. Wo will ich echt runter? Ach, warum tue ich es? Warum frage ich eigentlich, wenn ich es eh mache? Ist auch egal. So, Hallöchen. Warte mal, kann ich die aufmachen? Aha. Hi. Willkommen. Alter, die ganzen Bücher, ey. Der Junge muss verrückt werden. Wenn man das nicht versteht, wenn man Bücher nicht mag, dann sollte man sich das alles vorstellen. Das wären ja überall Gamer, Spiele, so, wisst ihr? Oder halt irgendwas, was man mag in Häufe. Das würde man dann wahrscheinlich nachvollziehen können. Überall Pudding, oh, geil. Obwohl, auch oh, zu viel Pudding, ey, nee, komm. Wenn man etwas zu viel isst, ist es dann auch irgendwann nicht mehr so geil. Dann könnte man davon auch was Kotzen bekommen. Hört das jemals auf? Alter. Mann, oh Mann. Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Bibliothekar! Ja, und Heile. Hör zu, Antion. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und laufe auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Das ist sehr beruhigend. Daniela,
Kann man das Teil überhaupt killen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass ich genug Filz habe, um mir draußen lange rumzuhängen. Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Wieder allein. Ich frage mich, ob das ein Horrorgame, obwohl ein Horrorgame, ne? Horrorgames ist oder nicht. Wie soll ich denn hoch? Achso, ja, eine Treppe vielleicht nehmen, das wäre ganz gut. Achso, ja, hier die ist. Okay, doch, man kann hier hoch. Ich dachte gerade. Diese komischen. Was ich das sein soll, von der Decke, die da rum runter baumeln, ne? Ekelhaft, ey. So, wir gehen jetzt in die Bibliothek. Da habe ich ja mal. Wow. Echt Pups vor, muss ich sagen. Oh Mann, ey. Oh nein. What the fuck? Wieso hab ich gerade so Schiss, ey? Also halt schon, ich muss das eben erklären. Irgendwie, naja, hier. Ich weiß, ich habe vor den Teilen mehr Angst als vor den Sachen bei Outlast zum Beispiel. Ich weiß nicht warum. Ich finde diese komischen Bibliothekarkram irgendwie voll gruselig. Zu Teil. Ich weiß gar nicht, wovon sind die überhaupt mutiert, dass sie so. Ich weiß gar nicht, warum. Hallo? Oh. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Genau, die sehen hier rechts komisch so. Die sehen so aus wie so Affen irgendwie, so wie Gorillas, die einfach übelst mutiert sind, ey. Ey, dieses Spiel, ne, macht mich manchmal echt aggressiv. Ist schon wieder abgestürzt, ey. Ich könnte kotzen. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Ich muss Gott sei Dank das ganze Level nicht nochmal spielen. Ich bin nur da hinten bei Miller wieder aufgeploppt. Gott sei Dank hat es da gespeichert, sonst wäre ich jetzt richtig am Heulen. Mal kurz nicht angesehen und schon geht der mir unter die Haut. Oh cool, hier ist echt noch was. Ich glaube, das Heal Pack werde ich gebrauchen können. Hat nur eine leise Vermutung. Weiß ja nie, ne? Also die heißen ja Bibliothekar, weil die halt in der Bibliothek rumgammeln. Oh, ich hoffe, ich finde den Weg noch, wo ich hin muss, ey. Oh, nee. Hey, Kumpel! Gesagt, man bei Licht kann man viel besser sehen. Was ist denn dein Problem, hä? Keinen Bock zu knuddeln. Ich weiß nicht, was hinter mir ist. Das ist echt ungeil. Oh, hier ist noch einer! Oh, scheiße, hab ich wieder Schrauben. Okay, rennen. Oh, Kacke! Lauf! Hier ist ein Weg! Rennen! Oh. Nein, ich hab keine Panik. Wovon laberst du, Alter? Junge, ich finde diese Teile einfach, keine Ahnung, voll ungemütlich. Weil man, du musst die halt angucken. Du musst die halt angucken, sonst kriegst du halt eine Schelle in den Nacken, ey. Das ist voll ungeil. Das ist wie in der Schule damals, ja, weißt du? Wenn du nicht den Lehrer angeguckt hast, kriegst du eine Schelle. Ich muss übrigens mal, glaube ich, weiß schon. Ach, Luft.
Danke. So, ich habe einen Tagebucheintrag bekommen. Das Lager. So, ich war gerade eben weg kurz. So, jetzt geht's weiter. Und zwar, wo war ich gerade? Ah, genau, ich wollte lesen. In einer großen Bücherei mit sehr vielen komischen Bibliothekaren, die ein bisschen an Affen erinnern. Nur ein bisschen mutiert mehr. Und ein bisschen gruselig. So, Lager. Eintrag 1. Wissen ist Macht. Ein abgegriffener Spruch. Vor dem Krieg hat vermutlich niemand mehr über seine eigentliche Bedeutung nachgedacht. Wissen war für alle zugänglich. Mein Stiefvater erzählte mir mal, dass ein tragbares Telefon einem alle Fragen mit einem Fingerstreich beantworten konnte. Niemand kümmert sich mehr darum, zu lernen, neue Informationen zu sammeln und sie sich einzuprägen. Und dann, in einem einzigen Moment, sind alle diesen Informationen weg. Die Telefonleitungen waren tot, der Akku des Telefons leer, und jene, die das Wissen nicht in ihrem Kopf haben wollten, standen nun mit leeren Köpfen da. Wissen ist wieder eine Macht, eine wertvolle Handelsware geworden, extrem wertvoll. Hier in der großen Bibliothek ist vermutlich mehr Wissen über die Erde und die Menschen gelagert als irgendwo sonst. Aber jeder Buchstabe aus den riesigen Schatzkammern, der gelesen wird, muss mit Blut bezahlt werden. Naja, du kannst ja jetzt nicht einfach reingehen und die ganzen Bücher mitnehmen, ne? Ich meine, okay, die ersten vorderen Gänge geht's vielleicht schon. Ja. Aber es ist halt trotzdem natürlich sehr gefährlich und wegen so ein paar Büchern sowas zu tun, ist dann halt auch wieder so, macht man. Machen die Leute nicht, das kannst du nicht knicken. Okay, soll ich hier lang? Scheiße. Okay, hier sind auf jeden Fall sehr... Oh ja, da ist ja auch einer von denen. Die haben sich hier wie scheint verbarrikadiert. Schon echt hässlich, muss man sagen. Da die Frage, wie viele Schüsse der wohl auf dem Kopf braucht, dass er Oh! Ach, du kleine Bitch. Willst du mich also so verarschen, oder was? Indem du jetzt ja einmal aus dem Loch kommst, du Penner. Kannst du mal weggehen? So mit Händen so, hör dann halt nicht. Hier geht's wieder, tschüss. Was bist du denn, ey? Ja, hast richtig gemerkt, ich bin weg. Nervt Pupa, ey. Oh. Oh ne, ist nix. Okay. Schade. Ich dachte, ich hätte was gefunden, was Tolles. Oh. Alter, du kleine Mongo. Du kleine verdammte Scheiß-Mega. Jetzt weiß ich, warum der Typ hier auch liegt, ey. Alter. Alter. So dieses nervige Getippe ist halt extremst nervig, ey, ohne Witz. Und du weißt halt nie, so wie jetzt gerade, wo die herkommen, die kleinen Pupsnasen, ey. Das feinste Folter, ey.
Okay. Hätte ich genug Munition, würde ich die alle mal aufballern. Das Leute, ist einfach verschwunden. So, jetzt bin ich oben, wo wir die ganze Zeit rumkraxeln. Oh, hier ist gespeichert. Tschüss. Alter. Du eine hässliche Fresse, ey. Das könnte auch ein Bär sein. Nackter Bär. Ja, geh doch mal weg jetzt, du Hackfresse, Junge. Ja, genau. Tsch, kusch. Ich hab grad kurz weggeguckt, tut mir leid. Oh. Das wahre Horror hier, ey. Muss ich denn lang? Muss ich echt hier lang? Muss ich hier lang? Als ob der da nicht durchkommt. Der einzige Weg, ne? Alter! Blöde Kackbratze, ey, geh mal weg! Boah, bist du nervig. Oh! 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 Du musst noch mal nicht weggucken. Was macht der Idiot? Genau, er guckt weg. Ja genau, zisch ab. Nee, nee, lass mal, Mann. Alter, da guck ich natürlich weg wie so eine übelste Vollhonk, ey, lass mich von ihm killen. Alter, wie soll man denn alle angucken, wenn es mehrere gibt? Das ist ja voll dumm. Okay, juckt ihn halt gar nicht. Hau ihm fast ein ganzes Magazin ins Gesicht. Die denkt sich nur so, ach fuck, dann gehe ich ja mal wieder weg, ne? Alter. Wo muss ich denn hin? Okay, gib mir wieder eine Schelle. Nice. Ja, einfach so, einfach zu mir hinläuft, ne, und dann so, ja, komm, klatsch, bumm, okay, bis dann, tschüss. Hehe, nicht mit mir, Kollege. Ja, wenn ich jetzt hier länger mit dem kämpfe, wäre ich natürlich mutiger und dann kann ich die besser einschätzen und alles. Deswegen bewege ich mich dann natürlich auch selbst, wenn... Kann ich der vorbei? Ich weiß nicht, ob hinter mir ein Loch jetzt ist, ne? Okay, wo ist der Eingang? Oh, okay. Cutscene. Los, klatsch ihn! Guck mal, die spielen Fang. Oh,
Los, mach ihn auf. Oh Mann. Da ist ja noch einer. Ach, wir sind im Aufzug drin. Oh, das Kackvieh ist tot. Cool. Heilige, was für ein Stress, ey. Oh, nicht schon wieder so einer. Gut, das hat gar nicht gespeichert, ne? Ich würde mal sagen, wir werden jetzt an dieser Stelle eben das Video beenden und dann werden wir in der nächsten Folge natürlich weiter in der Bibliothek ein bisschen versuchen zu überleben und uns nicht von einer Schelle direkt so one-shotten zu lassen von denen, weil irgendwie sind die ja schon ganz stark, muss man sagen. Nur alles klar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.